Herzlich willkommen in Bonn. Mein Name ist Christian Schon-Wilms, Küchenchef von dem wunderschönen Restaurant Unico. Und ich freue mich ganz doll, ein Teil von Topfgucker zu werden. Hey, ich bin der Manuel Bunke von der Wilden Klosterküche hier im wunderschönen Neuzelle. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, nehme ich euch jetzt mal in die Küche und zeige euch mal, was wir hier so machen. Ja, moin, ich bin Tim Wojtaske. Ich bin seit 2019 Küchendirektor hier im schönen Hotel Steinberger Treudelberg in Hamburg. Unser Küchendirektor Tim Wojtaske wird Ihnen gleich eine kleine Überraschung zaubern, zu der ich Ihnen dann ein Glas von diesem hervorragenden Wein einschenken werde. Mein Name ist Falk Heinrich vom Restaurant Villa Asia in Chemnitz. Und ich bin hier Gastgeber seit 23 Jahren. Freue mich, dass heute das Team vom Topfgucker bei uns hier zu Gast ist. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen bei mir in neuem Zuhause hier auf dem wunderschönen Marktplatz in Pirna. Es gibt wieder die feinste böhmische Küche mit dem feinsten böhmischen Bier. Und wenn ihr Bock darauf habt, zeige ich euch einfach mal, was wir alles da in den Töpfen haben. Wussten Sie schon, wie schön es hier im Burgenlandkreis ist? Bei uns in Bad Kösen im Flair Hotel Villa Ilzke. Mein Name ist Christian Becker. Unsere Region steht für Weinbau, für gute Küche und für eine tolle Gegend. Oh, herzlich willkommen bei den Topfguckern. Mein Name ist Tim Sillack, ich bin 36 Jahre alt und Küchenmeister, gebürtig aus Cottbus. Und ich freue mich, dass Sie heute mit in meine Töpfe gucken und ich meine Kulinarik präsentieren kann. Hallo, mein Name ist Nicodemus Berger. Ich bin Küchenchef im Bon Vivant Cocktail Bistro in Berlin-Schöneberg. Wir sind ein vegetarisches Fine Dining Restaurant. Seit April 2023 haben wir unseren ersten Michelin-Stern bekommen. Um euch ein bisschen einen Einblick in unsere Küche zu geben, habe ich euch aus dem Brunch heute das grüne Shakshuka mitgebracht. So ihr Lieben, wir sind mal wieder in Weimar im schönen Restaurant Andreas Scholz. Heute möchten wir euch mal eins unserer Nebenzimmer zeigen, und zwar das Rudolf Steiner Zimmer. Wir kochen hier im schönen Weimar in unserem Restaurant Andreas Scholz eine gehobene Küche für euch und haben ausgesuchte kleine Winzer aus dem Saale-Unstrut-Gebiet und aus Sachsen. Wir freuen uns auf euch.